Einleitender Vortrag von 1956 in Pirmasens von August Schweitzer. Hoffnung, Vertrauen, Glauben von August Schweitzer. Wir wollen heute etwas hören über die drei markanten Worte Hoffnung, Vertrauen und Glauben. Diese drei Worte bilden Meilensteine auf dem Weg unseres Erdenlebens. Sie sind zugleich auch Inhalt der Lehre Bruno Grönings und seines Wirkens. Ich will hier mit Gleichnissen beginnen. Meine lieben Freunde, sehen Sie, hier ist ein Mensch krank und elend, geplagt von vielen Schmerzen und Leid, gequält und hoffnungslos und daher vergrämt und verkümmert. Alle erdenkliche Hilfe hat er schon in Anspruch genommen, um die Krankheit, um die Schmerzen loszuwerden. Er hat nach und nach die besten Ärzte, ja die größten Kapazitäten herangezogen. Viel Geld hat er an Ärzte und Apotheke ausgegeben, ohne dass ihm Hilfe wurde, weil die Krankheit nicht erkannt war. Er fühlt, dass er nicht mehr gesund wird, ja, dass er seine Angehörige nach und nach zur Last wird. Er sieht nur noch einen Ausweg. Den Ausweg, die Erlösung durch den Tod. Um diesen bittet er täglich und stündlich. Er wird den Gedanken an das Ende seines Lebens nicht mehr los. Wir aber haben schon öfters aus dem Munde unseres Freundes hören und vernehmen dürfen und wissen daher, dass Gedanken Kräfte sind. Sind diese Gedanken gut, so wird auch ihre Wirkung eine gute sein. Sind sie aber böse, so wird auch die Auswirkung böse sein. Die Aufgabe der Hoffnung an das Leben, an die Gesundheit, wird nur durch böse Gedanken herangezüchtet. Die Hoffnungslosigkeit zum Leben, die Hoffnungslosigkeit an die Wiedererlangung der körperlichen Ordnung, an die Gesundheit, die einen Menschen erfasst hat, ein Zustand, in dem weder menschliche noch ärztliche Hilfe möglich ist, ist ein Zustand beginnender Auflösung. Wenn kein Funken an Hoffnung mehr glüht, alle Hoffnung ausgelöscht ist, dann wird auch das Leben erlöschen. Anders wird es aber sein und werden, wenn der Kranke noch Hoffnung hat, wenn er sich selbst nicht aufgibt, wenn er noch einen Willen zum Leben hat und aufzubringen vermag. Solange der Mensch noch Hoffnung an das Leben hat, ist der Weg noch offen. Offen nach der Seite, wo die Gesundheit geblieben ist. Das aber ist es, worüber ich zu Ihnen, meine lieben Freunde, heute sprechen möchte. Über die Hoffnung zum Leben. Diese Hoffnung zum Leben ist die erste und hauptsächlichste Voraussetzung, die körperliche Ordnung, die Gesundheit wiederzufinden und erlangen zu können. Da ist ein Kranker. Auch er ist hilflos, elend und voller Schmerzen. Auch er hat alles versucht, nicht Zeit und nicht Geld gescheut. Um Jahr zu Jahr ist er dahingegangen. Immer wieder hat er Neues versucht. Immer wieder hat er Kapazitäten aufgesucht. Immer wieder hat er gehofft und gewartet. Besserungen und Rückschläge hingenommen. Trotz aller Hoffnungen aber ist eine wirkliche Besserung nicht festzustellen gewesen, eher eine langsame, aber stetige Verschlechterung. Ihm wurde dann eines Tages eröffnet, dass eine Hilfe nicht mehr möglich ist, nicht mehr zu erwarten ist. Die Hoffnung an das Leben aber hat er nicht aufgegeben, in ihm lodert noch das Feuer der Hoffnung. Er hat sich nicht aufgegeben. Er fühlt aber, dass er die Gesundheit allein nicht erzwingen kann. Er fühlt, dass er nicht genügend Kraft besitzt. Er fühlt, dass er einen Helfer braucht. Einen Helfer, der ihn herausführt aus seinem Elend, aus seinem Kerker. Er fühlt, dass er einen Helfer braucht, der ihn stark macht, in Vertrauen und Glauben. Schon viele Helfer sind an seinem Bette gestanden. Jeder lobte seine Hilfe, jeder meinte, dass sein Weg der richtige und einzig mögliche sei. Doch der Erfolg blieb auch hier aus. Aber er verlor nicht den Glauben, nicht die Hoffnung an das Leben. Nun hat auch er durch Freunde erfahren von einem neuen Helfer, von einem Menschen mit Namen Bruno Gröning. Er nimmt Verbindung zu ihm auf. Dieser Helfer aber kommt nicht an das Bett. Er untersucht auch nicht und verordnet auch keine Medizin. Er behandelt nicht die Krankheit, wie dies die Ärzte, Heilpraktiker und so weiter tun. Er verkündet eine Lehre und wird so den hilfesuchenden Menschen zum Wegweiser, zum Wegbereiter, zum Hoffen, Vertrauen und Glauben.
Diese Lehre, wie auch das Wirken dieses von Gott begnadeten Menschen, haben ihre Wurzeln tief im Religiösen. Gerade deshalb aber ist das Vorhandensein einer großen Glaubenskraft und Glaubensbereitschaft sowie blindes Vertrauen bei den hilfesuchenden Menschen die Voraussetzung für einen Erfolg. Denn nur wer an Gottes Allmacht und die Güte bedingungslos zu glauben vermag, wird am Ende das Heil finden und die körperliche Ordnung, die Gesundheit wieder zurückerlangen. Die Erfassung und Befolgung der Lehre Bruno Grönings ist eine hohe, schöne, aber keinesfalls leichte Aufgabe. Ich muss darauf immer wieder hinweisen. Befolgen wird die Lehre Bruno Grönings nur der können, der sich aufzuraffen und loszusagen vermag aus den vielen Verirrungen unserer so sehr materialistischen Zeitepoche. Denn die Befolgung verlangt und erfordert innere Einkehr, Ordnung und Sammlung auf das Gute hin. Sie verlangt eine völlige Umkehr, eine vollständige Umstellung unseres Tuns. Wir müssen Schluss machen mit allem Bösen. Wir dürfen nicht nur sagen, wir wollen und werden dies tun, sondern wir müssen danach tun und handeln. Wir müssen andere, bessere Menschen werden. Wir dürfen auch nicht die Gesundheit fordern, sondern wir müssen geduldig zu warten, bis wir das Heil, die körperliche Ordnung erlangen werden. Wir wissen alle, und ich möchte es immer wieder herausstellen, dass nicht Gröning heilt, sondern dass es heilt. Es heilt die göttliche Kraft. Gott aber lässt sich nicht fordern. Ich habe oben schon erwähnt, dass Bruno Gröning nicht zu den kranken Menschen ans Bett kommt. Da er nicht untersucht und nicht nach der Krankheit fragt, ist dies auch nicht nötig. Er hält seine Vorträge, besser gesagt Glaubensvorträge, vor den im Bundesgebiet bestehenden Gemeinschaften. Hilfesuchende, die nicht selbst erscheinen können, können Angehörige oder persönliche Freunde zu den Gemeinschaften schicken oder aber können brieflich mit ihm in Verbindung treten. Bruno Gröning sieht die hilfesuchenden Menschen schweigend an, ohne zu fragen, ohne zu untersuchen. Sein Blick ist durchdringend und ergreifend. Mitunter fragt er den Hilfesuchenden: Wissen Sie, was Sie wollen? Nicht immer wird dieser die richtige Antwort zu geben vermögen, da die lauten sollte: Meine Gesundheit, meine körperliche Ordnung. Der Helfer Bruno Gröning wird aber sagen: Wenn Sie sagen, was Sie wollen, und wenn Sie wirklich auch das glauben, was Sie wollen, so wird Ihnen das auch gegeben werden. Doch dürfen Sie nicht verlangen, sondern erlangen. Der Hilfesuchende wird den Helfer ansehen, wird ihm tief in die Augen sehen und wird den Sinn der Worte zu ergründen suchen. Und während er dies tut und wenn er aufgeschlossen und empfangsbereit gekommen ist, verspürt er, dass sich zu seiner Lebenshoffnung etwas Neues gesellt, dass ein Vertrauen ihn überkommt, ihn überfüllt, ein Vertrauen zu diesem neuen Helfer, der ihm die Hand bietet. Er wird die Hand ergreifen, erst zögernd, dann immer fester, bis es ihm zur Gewissheit wird, dass er diese Hand nicht mehr loslassen wird. Es werden sich mitunter Schmerzen einstellen, Veränderungen werden sich kundtun, die mitunter die Umgebung sehr beängstigen. Aber der Hilfesuchende wird die ihm gebotene Hand nicht fahren lassen, so ihr Vertrauen stark genug ist. Vielleicht wird er den Helfer auch einmal in seinem Unwissen fragen: Wie wollen Sie mir helfen, meine Gesundheit wieder zu erlangen? Er, der Helfer, wird antworten: Nicht ich, sondern Gott hilft, es heilt, die göttliche Kraft. Glaube an Gott und seine Kraft, denn er ist dein Arzt und er kann allein nur heilen. Diese Worte aber werden dem Hilfesuchenden ganz neu sein. Und er wird hellhörig und Vergleiche anstellen mit den früheren Helfern. Diese Worte aber werden nachklingen in ihm, werden Boden fassen, Wurzeln in ihm immer tiefer und tiefer. Und er wird plötzlich die Worte vor Augen haben, die Jesus an das kranke Weib richtete, als sie nach dem Berühren des Rocksaumes Jesu gesund war: Weib, dein Glaube hat dir geholfen. Er wird sich auch der weiteren Worte Jesu an das Weib erinnern: Sündige fortan nicht mehr, auf dass dir weiterhin nichts Schlechtes erfahre. Wie Schuppen wird es von seinen Augen fallen, und jetzt erst begreift er die Worte seines Helfers,
nicht verlangen, sondern erlangen. Während er bisher die Hilfe von seinen Helfern angeboten erhalten hatte und auch erwartete, wird ihm auf einmal klar, dass er selbst der Mittelpunkt dieses neuen Geschehens ist. Er weiß und erfährt jetzt, dass es in erster Linie auf ihn selbst ankommt, auf ihn ganz allein, auf seine innere Haltung, auf seinen Glauben und ebenso auf sein Vertrauen. Er weiß, dass er nicht verlangen und eine Begegnung mit Herrn Gröning nur von außen haben kann, sondern dass er bittend und betend, ja, mit einem Herzenswunsch den himmlischen Vater anrufen muss. Er wird dabei erkennen, dass seine Lebenshoffnung, die sich schon paarte mit dem Vertrauen zu seinem Helfer, dessen Hand er festhielt, nun zum Trio werden und durch einen ebenso starken göttlichen Glauben, der ihm erst die direkte Verbindung bringen wird zu der Lebenskraft, der göttlichen Kraft, die ihm helfen wird, wenn er sich ihr öffnet und sich von ihr durchströmen lässt. Wenn er sich von der göttlichen Kraft durchfluten lässt, der Kraft, die Bruno Gröning zu eigen ist und die wieder die körperliche Ordnung bringen wird, ganz in dem Maße, in dem dieser sein Glaube wachsen wird. Das ist es, was ich Ihnen sagen wollte. Drei Dinge sind es, die der Kranke erringen muss, wenn er seine einst verlorene körperliche Ordnung wieder finden will. Drei Wurzeln, aus welchen seine körperliche Ordnung erstehen und seine Gesundheit wieder erwachsen wird. Hoffnung, Vertrauen und Glauben. Zuerst die Hoffnung zum Leben, die auch in der tiefsten Not nicht verloren gehen darf. Dann das Vertrauen zum Helfer, das unerschütterbar sein muss. Und dann der Glaube an die göttliche Kraft und an die göttliche Ordnung, die von unserem Helfer Bruno Gröning vermittelt, ihm Hilfe und Erfolg bringen wird. Und wenn Bruno Gröning am Anfang sagte, wissen Sie, was Sie wollen, so erkennt der Hilfesuchende jetzt erst die ganze Tiefe dieser Frage, indem er jetzt antwortet, die Gesundheit. Meine lieben Freunde, ich weiß wohl, dass die meisten Menschen in einem Glauben leben, und zwar in dem Glauben, dass sie glaubten, wirklich zu glauben. Ich halte es für meine Pflicht und Schuldigkeit, jedem meiner Nächsten nicht was, sondern das zu sagen, was zu seinem Erdenleben gehört. Ich selbst, liebe Freunde, habe keine Meinung. Ich habe nur eine Überzeugung. Es ist wohl leicht gesagt und doch schwer getan. Ich weiß, dass der Mensch mit dem Wort, das doch seine Bestimmung erhalten, nicht für so wahrnimmt. Er, der Mensch, spricht ganz anders, als er es meint. Und wenn nun jeder Mensch im Einzelnen gesehen seine eigene Meinung anbringt, so lebt jeder, der Hörer, nach die Meinung des einen, so des anderen, seiner Nächsten. Mit einer Meinung, liebe Freunde, kann der Mensch doch nichts anfangen. Er kann nicht einmal beginnen, so zu leben, wie er leben müsste. Das heißt, wie er das Leben seines Hierseins zu fristen hat. Und niemals wird er nach dem leben können, der ihm das Leben gegeben und zu diesem allen auch diesen einen seinen Körper. Körper, den er sein eigen nennen darf. Der Mensch weiß einfach nichts mit diesem, mit seinem Körper anzufangen.
Er hört nur. Er sieht zwar, ohne von dem Gesehen und Gehörten überzeugt zu sein. Er gibt niemals dem nach, dem er zu folgen. Er geht einfach so seinen Weg, ich müsste ganz deutlich sagen, seinen Schlenderweg. Er ist das Leben einfach so gewohnt und hört und sieht. Er riecht und schmeckt und fühlt. Aber nie wird er sich von all dem so rein überzeugen, dass auch er überzeugt seine Nächsten so weit dahingehend belehren kann, dass auch er von nun ab das Rechte tut. Eine Meinung, liebe Freunde, ist keine Überzeugung. Jeder Mensch hat die Pflicht und Schuldigkeit, sich von all dem zu überzeugen, was ihm selbst und auch seine Nächsten angeht. Hier, das soeben Vorgelesene, werden Sie, liebe Freunde, zu einem Teil wohl verstanden, aber bei weitem noch nicht beherzigt, nie so beherzigt haben, wie Sie es zu beherzigen hätten. Unser Freund Schweitzer zählt auch zu denen, die einst auch nie gewusst, wie er selbst auch in der Anfangszeit nur seine Meinung vorzubringen gewusst. Heute dagegen spricht er aus einer reinen Überzeugung. Und diese Überzeugung hat diesem Freund Schweitzer so viel Kraft verliehen, dass er all seine Nächsten, von denen er umgeben ist, soweit dahingehend belehren kann, wie er die Erfahrungen nicht nur an seinem Körper, sondern auch an den Körper seiner Nächsten. Diese Erfahrungen haben ihn so weit geführt, dass er erkennen durfte, wozu der Mensch ein Erdenleben erhalten. Er selbst hat auch diese eine, seine bisherige Meinung abgelegt und hat sich von all dem so überzeugt, ich sage es noch einmal, dass er diese, seine Überzeugung, auch ihn, liebe Freunde, heute mit diesem seinen Vortrag kundtun kann. Ich verstehe wohl, dass Menschen immer wieder sagen, ja, das ist so schwer, diese Umstellung. Liebe Freunde, es geht hier nicht um ein Leben, um das Leben Grönings. Denn dieser, wie ich es in diesem Fall bin, lebt nicht davon, sondern dafür. Das heißt, den Menschen das mit auf seinen Lebensweg zu geben, das ihm zur Ordnung, das ihm den Menschen zu Gott führt. Selbstverständlich habe nicht nur ich, sondern auch Sie die Pflicht und Schuldigkeit, nach dem Gebote Gottes zu leben. Denn Gott hat seine Ordnung. Und so der Mensch diese Ordnung noch nicht erkannt und auch noch nicht mal an die Ordnung Gottes glaubt, so wird auch er die Ordnung viel weniger um sich, erst recht aber auch nicht in sich erhalten. Denn das, was den Menschen, wie ich schon sagte, zur Ordnung führt, ist ja, dass es der Mensch es wissen muss, was dieses Wort Ordnung ihm sagt. Er selbst hat alles dazu zu tun und sich von der Unordnung, in der er einst gelebt, von der er umgeben, von der er erfasst worden ist.
so weit zu lösen, dass er mit dieser, mit der Unordnung nichts Gemeines mehr hat, sondern dass er den festen Entschluss fest, jetzt wirklich wahrhaftig in der göttlichen Ordnung zu leben, Gott zu folgen und weiter nichts als nur das zu tun, was er sich selbst und seinem Körper schuldig ist. Und das Gleiche geht dann weiter, indem er da dann das auch an all seine Nächsten, von denen er umgeben, unter denen er sich bewegt, unter denen er lebt, das so wiederzugeben, wie er es selbst an sich, an seinem eigenen Körper erfahren hat. Da, liebe Freunde, kommt der Mensch so nach und nach hier zur Erkenntnis. Ich weiß, dass der Mensch in einem Glauben lebte. Das müsste alles so getan werden, wie Menschen es ihm angeraten haben. Einfach nur Versuche anzustellen, um von dem Übel, das sie Krankheit nennen, frei zu werden. Nein, Freunde, das ist nicht das Leben. Das ist nicht das Gottgewollte, sondern das ist das, was Menschen noch nicht erkannt und die sich einfach nur den Glauben versetzen, sie müssten alle möglichen Versuche anstellen, um hieraus eine Lehre zu ziehen. Nur einen einzigen Versuch an das Leben zu stellen, liebe Freunde, das ist ein großes Gottversuchen. Und niemals wird Gott einem Menschen das Recht einräumen. Erst recht hatte es ihn auch nicht eingeräumt, dass er hierzu auf der Erde ist, um Gott zu versuchen. Ich weise Sie darauf hin, liebe Freunde, wir, jeder Mensch hat es nötig, Gott zu ersuchen, dass er ihn wieder auf den Weg zurückführt, der wirklich von Gott so bestimmt ist, dass er sich da dann Gott nähern darf. Aber erst muss der Mensch von dem Sündhaft, von dem Bösen frei werden. Erst muss er sich von diesem lösen. Erst muss er gewillt sein, diesen Weg auch so zu gehen, wie er der Weg von Gott so bestimmt ist. Aber niemals wird Gott es so bestimmt haben, dass er den Unrat, das Ungute, das Böse mitträgt, mit bei sich trägt, mit in sich trägt und immer wieder nur über das Böse spricht und sich womöglich noch weiter mit dem Bösen vereinigt, wo er sich schon auf dem Weg zu Gott bewegt. Niemals wird es so sein, im Gegenteil. Und der Mensch hat die Pflicht und Schuldigkeit, sich von allem Bösen zu lösen. Und jetzt, liebe Freunde, wenn Sie sagen, ja, was meint er denn damit mit dem Bösen? Ich meine nichts, ist die Antwort von mir. Ich sage es so, so zutreffend es auch ist, der Mensch bezeichnet nur das Böse mit dem einen Wort Krankheit. Er selbst ist krank. Wie er sagt, es ist ihm übel, er ist von einem Übel befallen, wo er alles Mögliche versucht hat, von diesem Übel frei zu werden. Und das ist ihm bisher nicht, trotz aller möglichen Versuche, niemals möglich gewesen. Und nun, liebe Freunde, ist es doch sehr leicht, ich selbst stelle auch keinen Versuch an, ich ersuche sie. Und so haben Sie die Pflicht und Schuldigkeit, Gott zu ersuchen, dass er Sie wieder auf den Weg führt, von dem Sie abgekommen sind. Und so rufe ich Sie, so rufe ich jeden zu, halt! So du wahrgenommen, dass dieser Weg, den du eingeschlagen, dass dieser Weg nicht der richtige, niemals der gute, sondern nur der ungute ist, dann halte. Dann gehe nicht weiter diesen Weg.
Ich sage auf zur großen Umkehr. Also, den bisher falsch gegangenen Weg wieder zurückgehen. Und so weit gehen, bis du an dieser Stelle angelangst, wo du vom guten Weg abgegangen bist. Und lasse ab von all dem Unguten, von all dem Bösen. Bösen, das du als böse empfunden. Und noch einmal sage ich es, dass du mit dem einen Wort Krankheit bezeichnest. Verbinde dich niemals mit dem Bösen, sondern verbinde du dich mit dem Guten. Hier hast du die Verbindung zu Gott. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft. Ich glaube, liebe Freunde, deutlicher kann man es schon gar nicht sagen. Es wäre falsch, und es ist auch falsch, grundfalsch, wenn Menschen von sich aus behaupten, dass sie selbst in der Lage sind, Menschen zu heilen. Ich zitiere hier einen Menschen, der vor Jahrhunderten lebte. Es ist Paracelsus, der da sagte, zu heilen sind alle Krankheiten, nur nicht alle Menschen. Also ganz deutlich hat er uns doch damit gesagt, dass es hier auf den Menschen und nicht auf die Krankheit ankommt. So viel Bestimmtes hat Gott uns auch mit auf unseren Lebensweg gegeben, dazu diesen unseren Körper, mit dem wir nicht raffen sollen, sondern schaffen sollen. Und zwar uns das zu schaffen, was wir zu schaffen gedenken, was wir schaffen wollen, wozu wir Lust und Liebe haben. Natürlich, um nun über unseren Körper das Stimmrecht beizubehalten, müssen wir immer dafür Sorge tragen, dass wir über genügend gute Kraft verfügen und dass auch wir in dem Willen Gottes leben, indem wir wirklich das so tun, wie Gott es will, wie Gott es für uns, für jeden Menschen bestimmt hat. Niemals darf der Mensch das Unrechte tun, so wird ihm das Unheil zuteil. Wie ich so oft all meinen Nächsten immer wieder gesagt, dass er die Ruhe in sich aufzunehmen, die Ruhe in sich zu bewahren und immer dafür Sorge zu tragen, dass er der Mensch die Ruhe nicht verliert. So die Unruhe in den Menschen, in den menschlichen Körper eingekehrt, wird die Ordnung in ihm zustande kommen. Und zwar erst dann, so er der Mensch diesen seinen eigenen Körper Beachtung schenkt. Denn ich glaube, mit Bestimmtheit sagen zu können, dass es ihm wohl wert sein wird, seinen Körper Beachtung zu schenken. Er, der Mensch, weiß ganz genau, dass er diesen, seinen Körper, für sein Erdenleben benötigt. Denn er lebt in dem Willen, mit ihm zu schaffen. Dazu hat er den Körper auch von Gott erhalten. Aber dann, so er nützen will, muss er immer wieder dafür sorgen, dass er genügend gute, göttliche Kräfte aufnimmt, und dass der Mensch, da dann seinen Körper zu dem bestimmen, zu dem befähigen kann, was er gerade zu tun gedenkt.
Ohne diese Kraft, liebe Freunde, ist es nicht möglich, dass der Mensch das in der Tat umsetzen kann, was er umzusetzen vermag. Niemals wird er da dann seinen Körper voll und ganz nützen können. Wer um die gute Kraft gekommen, hat nur einen schwachen Körper, der nie das bewegen wird, was er zu bewegen gedenkt. Niemals wird der Mensch da dann in der Lage sein, seinen Körper zu befehlen, weil die Energien so unausreichend in ihm geworden sind und er, der Körper, einfach nicht mehr gehorcht, weil er das Stimmrecht, weil er die Energien, ich könnte sagen, dass die Telefonzentrale nicht mehr funktioniert, dass er vom Kopf bis zum Fuß keine Verbindung mehr hat. Also ein energielos gewordener Körper zählt einfach zu den Schwachen. Er schaltet damit die Organe, er schaltet damit die Glieder ab, die ja über kein Leben mehr verfügen, da der Mensch die Verbindung zu dem äußeren Organ, zu dem äußeren Glied verloren hat. Ich weiß, das ist schwer, dass Sie das jetzt so alles in sich aufnehmen sollen und womöglich noch ein Studium zu machen hätten. Nein, Freunde, so weit nicht. Nie dem Wort nach, nein, sondern hier soll die Tat von jedem Einzelnen gesehen sprechen. Und ich sage es jetzt noch einmal, so Sie nun Ihren Körper wirkliche Beachtung schenken, dann werden Sie in diesem Ihrem eigenen Körper nicht was, sondern das wahrnehmen, was sich gerade in diesem Augenblick in Ihrem Körper bemerkbar macht. Sie werden selbst sagen, das ist ein komisches Gefühl, das ist ein Gefühl, das ich noch niemals wahrgenommen habe. Es ist anders als bisher. Es überflutet etwas meinen Körper. Es durchströmt etwas meinen Körper. Es ist anders. Früher, bis hierher, waren die Glieder schwer. Sie waren schwach. Sie waren fast leblos. Sie waren kalt. Und jetzt dagegen ist es etwas anderes. Ja, Freunde, das kommt daher, so der Körper wieder über genügend Kräfte, über genügend Energien verfügt, dass er der Körper von der Kraft Gottes durchströmt. Und hier tritt das Leben erneut wieder in den Körper ein. Und hier liegt es jetzt an jedem Einzelnen, ob er auch wirklich in dem Willen Gottes lebt und auch danach strebt, hier weiter nach dem Gebote Gottes zu leben. Und dass Gott, dass der Mensch all das tut, wie Gott ihm das für sein Leben, für seinen Körper geboten hat. Also das Gebotene von Gott müssen wir in uns aufnehmen. Wir haben immer die Pflicht und Schuldigkeit dafür zu sorgen, dass um uns erst einmal die Ordnung herrscht. So dann wird auch in uns die Ordnung wieder lebendig. Wir werden die Ordnung in unserem Körper wahrnehmen. Wir werden da dann sagen, ja, das ist anders, es ist ein ganz anderes Gefühl. Ja, Freunde, dieses gute Gefühl kommt erst dann zustande, so der Mensch um sich dafür sorgt, dass um ihn die Ordnung, und so um ihn die Ordnung ist, wird auch die Ordnung
in ihm, in seinem Körper herrschen. Die Ordnung ist mit einem Wort gesagt, Gott selbst. Das soll nicht nur heißen, sondern das heißt, dass der Mensch sich von allem Bösen zu lösen und dass der Mensch die Vorsorge dafür trifft, dass er nicht mehr von dem Bösen umgeben ist. Er muss jeden bösen Gedanken abschalten, er darf ihn einfach nicht in sich aufnehmen, sondern er muss sich von diesem lösen und muss jetzt alles dazu tun, dass er die Verbindung zu Gott selbst erhält. Und da wird Gott zu ihm sprechen. Er wird ihm wirklich nicht nur was, sondern nur das sagen, was er jetzt zu tun. Es werden Gedanken in ihm auftauchen und er selbst wird da dann auch ein Gelübde ablegen, so er das Gefühl, das Neue, das Gute, das Wohlwollen, das wohltuende Gefühl, wird er selbst zu Gott sprechen und sagen, so müsste es immer sein, so möchte ich es haben. Es ist ganz anders als zuvor. Also, jetzt muss der Mensch weiter nichts als nur das tun, dass er weiterhin das Gute in sich behält. Und dieses wird er dann auch nur möglich sein, wenn er immer wieder bestrebt ist, um sich die Ordnung beizubehalten, dass um ihn die Ordnung nicht schwindet. Es wäre dem gleich, wenn ich ihm jetzt ein Gleichnis gebe, indem ich sage, der menschliche Körper ist von Schmutz und Dreck umgeben, sodass er sogar an seinem Körper haftet. So wird der Mensch sich nicht wohlfühlen. So wird er sagen, ich bin von Schmutz und Dreck umgeben. Ich fühle mich nicht wohl. Ich muss jetzt alles dazu tun, um von diesem Schmutz freizukommen. Aber ich selbst verfüge nicht mehr über die Kraft. Es ist mir nicht möglich, wenn ich jetzt bald einer kommt und mir diese seine helfende Hand reicht, dass ich von diesem Übel, von dem ich hier umgeben bin, der schon an meinem Körper haftet, dass ich hier freikomme. Natürlich musst du, lieber Freund, so der Helfer dir diese seine helfende Hand reicht, auch weiteres dazu tun, du musst auch wollen, du musst ihm folgen, er wird dir schon das Richtige sagen, was du jetzt zu tun hast. Nun, so du hier frei geworden bist, so du jetzt wieder auf den festen, bestimmten Weg stehst, so wird er dir sagen, gehe diesen Weg, nicht der daneben liegt, sondern gehe du diesen Weg, der geradeaus führt, der so bestimmt ist für dich und für jeden deiner Nächsten. Weiche nicht ab von ihm, denn ich glaube, wird der Helfer dir sagen, du hast hieraus eine Lehre gezogen. Du hast erkennen können, dass das Ungute, dass der Schmutz dir niemals gut getan, im Gegenteil, dass du dich nur ungut gefühlt. Bleibe du auf diesem Weg und sorge immer dafür, dass du von dem Bösen nicht angegangen, lass du dich von dem Bösen nicht verlocken, nicht verleiten. Folge du dem, dem alle zu folgen. Und dieser eine ist und bleibt Gott selbst, liebe Freunde, dem wir zu folgen haben. Nicht nur, dass wir sagen, ich will oder ich werde.
Ich werde das tun. Nein, rede nicht zu viel von dem, was du willst und dass du sagst, ich werde, sondern tue es einfach. Das Tun, das heißt, du sollst das gleich in der Tat umsetzen. Du sollst nicht erst groß Gerede machen. Und du sollst all das tun, was du dir selbst, in diesem Fall auch, was du deinem Körper schuldig bist. Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Es gibt Menschen, die nach dem Spruch leben, morgen, morgen, nur nicht heute, sagen all die faulen Leute. Jeder ist seines Glückes Schmied. Und jeder Mensch hat Leben nicht nur in sich, sondern auch um sich. Und das um sich haben heißt ja, dass er Gott um sich hat. Nur muss er es zu dem kommen lassen, dass er das Leben in sich, in seinem Körper aufnimmt. Liebe Freunde, Ihnen das heute alles hier klarzulegen, dazu gehört noch viel, viel mehr. Aber ich glaube Ihnen, schon einiges mit auf Ihren Lebensweg gegeben zu haben und dass Sie mit diesem Wenigen auch schon das Rechte zu tun wissen. Das Rechte zu tun wissen heißt, kurz und deutlich gesagt, dass Sie sich von dem Bösen lösen und dass Sie mit dem Bösen nicht mehr ein gemeinsames Leben führen. Im Gegenteil, niemals dürfen Sie sich mit dem Bösen verbinden, sondern Sie müssen alles dazu tun, dass Sie die Verbindung zu Gott erhalten. Und so Sie die Verbindung zu Gott erhalten haben, dafür weiter zu sorgen, dass Sie die Verbindung zu Gott beibehalten. Und das ist alles. Es ist nicht viel, es ist wenig, dafür aber gut. Und das Wenige müsste der Mensch tun. Er müsste sich um seinen Körper sorgen. Er müsste sich wirklich nur um seinen Körper sorgen, dass er aus diesem auch eine wirklich wahre Lehre zieht. Und dass er von dem einen, wie ich zu Anfang schon sagte, von den vielen Meinungen, denn jeder Mensch hat eine, seine Meinung, und jeder ist einer anderen Meinung, und wenn Sie nach diesen allen leben wollen, dann muss auch ich Sie heute noch zu den Menschenhörigen stempeln. Dieser Mensch, der auf Menschen hört, der menschenhörig ist, kann niemals gotthörig sein.